Also ich habe Angst, dass es noch vielleicht ein bisschen mit den, also Angst ist relativ, aber dass wir mit den Förderbändern, vielleicht mit dem Förderbandsystem noch ein bisschen Probleme kriegen. Mhm. Ne, auf der Förderbandebene wird es wahrscheinlich später ein bisschen furchtbar zugehen eventuell. Ja, ja, ja. Oder sehr durcheinander werden. Dies wird's. Aber da müssen wir mal gucken. Das können wir alles später noch sehen. So. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich glaube, das ist eine gute Idee mit der Fabrik. Auch platztechnisch, glaube ich, haben wir hier oben eventuell genug. Wir wissen ja noch nicht, wie viel wir brauchen letzten Endes, aber ich hoffe, das wird einigermaßen reichen. Alles. Wahrscheinlich. Das Schöne ist, die Schmelzen sind jetzt überdacht. Da kann es also nicht mehr reinregnen. Na endlich, das war unser Hauptproblem die ganze Zeit. Richtig, richtig. Da habe ich auch in den Kommentaren oft gelesen, hör mal, eure Schmelzen, das ist aber nicht so optimal, da regnet es doch rein. Ja, ja. Und da haben wir uns natürlich auch lange Gedanken drüber gemacht und jetzt haben wir endlich die Lösung gefunden. Ich hoffe, da sind entsprechend auch mal ein paar dankbare Kommentare dabei, die sich jetzt freuen. Das wär schön. Wir sind jetzt also auf dem Stand von Feudal Japan 1400. Toll. Hatten die überdachte Schmelzen? Japan hatte Ziegeldächer relativ früh. Also die sind wirklich, also, was ihre Bauten betrifft, Vorreiter vor allen anderen gewesen. Also Ziegeldächer haben wir jetzt nicht. Okay, das ist okay. Gut. Ja. Was haben wir dann? Wir haben einen effizienten Regenschutz plus Baugrund. Hm. Und was das angeht, sind wir auf dem Stand von Japan 1990, wo sie diese neue Insel aufgebaut haben. So, ich glaube, ne, das nur halt wie in der Luft, die im Wasser. Gut. Oh, habe ich da einen falsch gesetzt? Ach nee, zu teuer. Gut, ich glaube, der Platz hier oben wird gerade so ausreichen. Der Platz da oben wird immer größer, sieht schön aus. Oh, weia, Funk, oh, weia. Und hier... haben wir denn da für einen Platz? Okay, da kommt grün drauf. Wir könnten aber eventuell hier noch Lagerhäuser, da noch Lagerhäuser. Das würde alles gehen. Ob wir die brauchen, weiß ich nicht. Oh, ein schöner großer Platz. Es wird ein bisschen größer, als ich dachte. Wunderschön. Der ist riesig. Ich hoffe nur, das klappt auch alles so. Ja, klar. Das muss. Ron Jeremy Platz. Ron Jeremy Platz? Na, weil es so groß ist. Ah. Ist der auch so hünenhaft? Nee, gar nicht. Der ist ganz klein. Also der sieht aus wie ein Homunculus-Mann. Ja, der Mann schon. Aber ich meine, der hat ja erfolgreich in vielen Fachdokumentationen mitgespielt. Ja, genau. Und da ist natürlich die Frage, warum wurde er so oft engagiert? Weil er sehr, sein Platz war sehr groß. Sein... oder ist. Er lebt ja noch. Sein Platz. Sein Platz. In dieser Welt. Okay, er war... er ist... gar riesenhaft. Als würden wir dieses komische, wie heißt denn das Spiel, Dings da? Ja. Wo die Kinder das Wort nicht sagen dürfen. Ja, genau so. Also er ist schon sehr gigantös. An Orten, wo man es nicht vermuten würde, wenn man seine Körpergröße beachtet. Ja. Ja. Gut. Damit hätten wir, glaube ich, auch alles ausreichend gesagt. Bildungsfernsehen hier. Dildo-Fernsehen? Was? Was? Ich habe Bildung gesagt. Wirklich. Ach so. Ich habe wirklich Bildung gesagt. Ach so, gut. Ich hab was anderes verstanden. Vielleicht im Zusammenhang. Ja, ja. Na klar. In diesem furchtbaren, furchtbaren Zusammenhang. Also wir brauchen 50 Motoren. Dafür brauche ich also 100 Stratoren. Und für 100 Stratoren brauche ich 300 Steelpipes. Alles klar. Steel was? Ach, Steelpipes. Ach so. Ja, genau. Steelpipes. Aber der Pipes-Hersteller hat uns nichts getan. So. Ich stelle das erstmal alles her, weil dann haben wir, ich glaube, die nächste Forschungsstufe. Ja. Die MK4 müsste dann irgendwie kommen. Ich freue mich, dass wenigstens einer von uns was Sinnvolles macht.
Ach Gott, du machst doch auch irgendwie auf deine Art in deiner kleinen, verhutzelten Welt was Sinnvolles. So gut du es eben kannst. Eben. So. Wir sehen alle, dass du dir Mühe gibst, Erik. Aber wenn das Ding fertig wird, bis da hinten, das wird so gut aussehen. Oh Gott, wird das gut aussehen. Ich wünschte, man könnte noch Lichter bauen. Oh ja, aber auch so im Boden, dass du so Bodenlichter... Ja, oh, ja, das wäre nice. Oh, und dann hoffe, da Befehle eingeben kannst, in welcher Reihenfolge die ableuchten. Oh. Wir hätten hier eine riesige Diskothek, ist ja klar, ne? Ja. Gut. Wolltest du klar stellen. Und eine Landebahn und oh, ich hätte meinen Namen irgendwo hingeschrieben, geheime Botschaften. Vielleicht irgendwann. Okay, hier muss ich die Wand wieder rausnehmen, glaube ich. Denn das wird ja jetzt anders gelöst. So, alles klar. Dann baue ich da jetzt schon mal rüber. Rüber. Ich baue jetzt einfach rüber. Das kenne ich doch aus dem Osten. Jawohl. So. Mensch, das ist ja wieder... Hast du wieder Spaß beim Bauen? Das ist genauso spannend, als würde ich bei Seven Days die Felder beackern. Okay, hab ich nie gesehen. Das ist so schlimm. Ja. Naja, ja. Es ist halt echt lahm. Aber es gehörte irgendwie dazu. Weil man muss ja überleben. Man muss ja essen, um zu überleben. Und du musst in Minecraft auch Steine abbauen. Das gehört dazu. Und Erde klatschen natürlich für Terraforming. Ja. Wenn man was Gutes bauen will, muss man natürlich erstmal Grundlagen schaffen. Das ist wie hier. So, einen noch. So, oh Gott. Später kann ich wieder rausbauen, weil wir müssen die Dinger ja hier hochziehen. So. Gut. Damit kann ich aber deine ganze Förderkette gleich abbauen. Cool. Das ist aber nicht so wild, oder? Weil wir die jetzt ja, die packen wir jetzt ja auf unsere Förderbandetage dann. Eben. Ich habe mir das am Anfang auch anders vorgestellt, eben, aber wie es sonst ist. Genau, unsere Vorstellung war am Anfang ja ein bisschen anders. Genau. Dieses Spiel lebt ja quasi auch. Das lebt ja auch. Hm? Was? Was? Nicht? Ich wollte gerade sagen, dieses Spiel unterliegt ja auch unserer geistigen Evolution. Deswegen haben wir seit 50 Folgen nicht mehr geschissen gekriegt. Ich wollte gerade danke. Oh Gott. Zeichnen für unsere Evolution, ja. Ja. Oh. Ich glaube, ich habe... Habe ich da drin gebaut? Nee, ist ja gerade so aus. So. Ist aber auch ein bisschen Sandbox, ne? Was man hier machen kann, so. Ja. Solange man die Materialien hat. 100, also brauche ich 1000 Euro. Ah, ich hasse das. Hab ich schon wieder. Gott, zum Glück haben wir alles gelagert, ey. Oh ja. Oh ja. Na, sag mal. So. Ich mach das mal anders. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich dann. Huch. Ah, endlich. Wenn die Etage fertig ist, muss man auch keine lästige Sonne mehr sehen. Boah, die ging mir so auf den Sack einfach, diese überhebliche, mistige Scheibe am Himmel. Oh, guck mich an, wie schön ich bin. Ich spende Leben. Halt die Fresse. So. Sag mal, ich hasse das, wenn er manchmal falsch baut. Kennst du das, wenn du schnell bauen willst und dann baut er aber falsch? Ich baue gar nicht mehr irgendwie schnell, weil ich habe den Eindruck, dass die unsichtbaren Gegenstände bei mir erscheinen, weil ich zu schnell baue. Oh, okay. Ist es seitdem besser geworden? Ja, also schon merklich für mich. Okay. Krass. Was ja auch die Leute geschrieben haben, was ja helfen soll bei den unsichtbaren Sachen, ist Leaven und wieder Joinen das Spiel.
Aber das mache ich halt sehr ungern bei dir. Das ist ja ein Spiel mit dem Feuer bei diesem Spiel. Ja, ja, genau, weil es ja so wunderbar gut klappt, immer mal wieder hier zu joinen, nachdem man ein Spiel verlassen hat. Ich finde generell, so ein paar Geisterfangs könnte der Server noch vertragen. Noch mehr, ne? So überall. Oh, es hat exakt gereicht. Oh, es hat exakt gereicht. Cool. Das ist ja nice. Welch erfreuliche Überraschung. Ich traue mich nicht hier runter zu springen. Ja, wunderbar. Und wenn dann die Treppen da oben runtergehen, überall. Ah, schön. So erschließen wir uns die Natur. Aber der Übersicht halber bräuchte man später doch auch sowas wie Schilder, oder? Ja, ja, die wünsche ich mir. Also Schilder, wo du, ich weiß nicht, ähnlich wie in Minecraft, sag ich jetzt mal, weil ich das als einzige Referenz habe, dass du da das Objekt dir anzeigen lassen kannst, welches dort quasi gelagert ist. Ja, 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 ja. Tausendmal ja, das würde ich mir wirklich, wirklich wünschen. Ja. Und das ist auch dringend nötig, glaube ich. So, Funk, es tut mir wirklich leid. Ich hab sie sehr geliebt. Macht's gut, ihr Förderbandis. Die Förderbandis. Mit L Förderbandi, Peggy Förderbandi, Kelly Förderbandi. Schön, schön. Ich dachte, du wolltest jetzt sowas wie die Olsen-Bande machen. Nee, nee, nee. Die Bandis einfach. Das ist so doof. So. Alles findet seinen Platz im Leben. Ich bin hier gleich fertig mit der Forschung, Schäh. Oh oh. So. So. Prima. Dann können wir nochmal später gucken, wie wir das hier mit den Bodenplatten überall noch machen. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle, weil unten ist, glaube ich, eh egal. Ja, das sieht man ja dann nicht mehr. Das ist ja dann einfach der hässliche Keller. Richtig. Wo man maximal die Schwiegermutter reinbringt. Da wohnt das Fördervolk. So. So. Die Plebs. Habe ich gelernt. Man muss immer Plebs sagen. Ja. Sagst du bei dir auch Plebs? Oh, ich sag auch stinkender Pöbel. Ah, okay. Ja gut, das passt ja dann auch wieder. Ja, 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 okay. Ja. Trifft ja auch keine Falschen dabei. Nö, man hat ja die meisten auf der Gamescom kennengelernt, deswegen, das ist schon ziemlich akkurat. Ja, richtig. Das ist dieser ungewaschene Mob. Vor allen Dingen sagt der, der am meisten schwitzt, also ich auf der Gamescom, ich bin halt ein wandelnder Wasserfall. Aber es wird wieder so schlimm. Aber ein bisschen freue ich mich schon wieder drauf. Oh, ich freue mich, also wirklich, das zelebriere ich wirklich auch. Das ist so, Ich bin mal überlegen, wir hatten ja mal, weißt du noch, dieses Sit-In gemacht nach der Gamescom? Ja. Wir sind am... Logistik, schön. Logistics have improved by the means of a container with increased storage capacity and enhanced conveyor belt efficiency. Oh wei, oh wei. Wobei ich die neuen Container finde ich... Oh, ich habe keinen Platz mehr für... Hä, wieso? Was packt? Ich habe doch noch einen freien Inventar-Slot. Wieso geht das da nicht mehr rein? Ist da vielleicht ein unsichtbarer Gegenstand? Nee. Hä? Okay. Förderbänder kann ich abbauen. Huch! Okay. Offenbar aber auch nicht alle. MK3. Ich habe gelesen, also ich lese ja die Kommentare. Hä? Ja, oder zumindest okay, so ja. Teilweise das, was die Leute da probieren, in ihrem radebrechenden Deutsch zusammenzuschreiben. Need Green Card. Will Mary for Penis Enlargement. Dass wir, ich glaube, diese Förderbänder überspringen sollten. Die MK3? Oder die MK2, ich bin mir gerade unsicher, weil die in der Herstellung mehr quasi wert sind, als sie im Endeffekt geben. Oh, ah, okay. Das sehen wir dann. Okay.
Gut, wir sind bei der Herstellung natürlich noch ein bisschen von entfernt. Das dauert noch, ja. Das, ne? Das glaube ich auch für dich mit. Das wird noch ein bisschen dauern. Puh. Das heißt, wir sollen gleich auf MK4 gehen? Aber ich weiß, du, ich bin mir jetzt gerade auch selber unsicher. Ich finde das süß, wir haben noch nicht mal richtige Förderwege gerade, aber ja, MK4, wow. Wir sind engagiert. Das sehen wir dann. Ganz entspannet. Das passt schon. Ach, weißt du, das Eisen kommt ja eh da unten rein, dann packe ich das schon mal in die Container. Goodies. Ganz einfach. So. Ich werde als nächstes dann schon mal einen Schmelter bauen. Ne, eine Foundry, genau. Foundry! Der Pfann kommt von Foundry! Diese Dinger. Ah, das ist Eisen. Ah, Wunder, eine To-Do-List ist so gut, ey. Oh. Ja, die sind spitze. Die sind echt spitze. So, hier läuft schon mal Eisen durch, aber das ist natürlich gerade noch Fake. Das kommt später. So. Sollen wir die Container eigentlich als Endlager nutzen? Oder lieber, oder so, dass... Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt haben wir die Förderbänder gebaut, aber die können ja genauso gut reingehen. Ich glaube, irgendwann früher oder später brauchen wir die Container, also die wir da jetzt gerade zu stehen haben, nicht mehr. Naja, irgendwann haben wir alles erforscht. Dann brauchen wir eh nichts mehr, glaube ich. Ja. Oder. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob wir die vielleicht als Endlager nutzen einfach. Dass wir immer von allem Vorräte haben und notfalls manuell und bla, falls nötig. Man weiß ja nicht. Na klar. Weil der Rest wird ja wahrscheinlich eh in Umlauf bleiben, oder? Sollte er zumindest in einer optimal funktionierenden Produktionsgesellschaft. Richtig. Achso, ich wollte erstmal abbauen da unten. Dann baue ich die Förderstrecke nochmal ab. Oh Gott. Au. Das ist immer sehr schmerzhaft, wenn man am Boden der Tatsachen aufschlägt. So, bin ich mal gespannt, wie ich das da oben reinkriege, aber das schaffen wir schon. So, alles nehmen. So. Alles nehmen. Gut. Ich bin sehr gespannt. Bisschen Bammel habe ich auch. Ach, wovor denn? Vor uns? Naja, irgendwie wird es funktionieren. Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Ach, schade eigentlich. Sah eigentlich ganz cool aus hier alles. Ah, wunderbar. Da kommen zwei Sachen. So. Jetzt lass mal gucken, wie wir hier weitermachen. Wir haben ja noch zwei Schmelzen, haben wir ja tatsächlich noch da hinten. Und wir müssten jetzt quasi... Wir können ja später auch diese Bohrtürme MK2 setzen, ne? Das heißt, es macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt die Förderbänder großartig zusammenzufassen. Ja, die kann man... Also die werden später, glaube ich, eher ausgetauscht, indem man die überschreibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, das geht? Also haben die Leute gemeint, diese... Aber die Leute meinen viel. Ah, so hast du das hier gemacht, okay. Ach, zur Not baut man das wieder auf, also, weiß nicht. Schön sieht das auch von hier hinten, cool. Oh, nice, habe ich nie gesehen. Ich hab die Schmelzanlagen von hinten nie gesehen. Schmelzanlagen? Ja, da, wo die Schmelzen stehen hast. Oh Gott, das ist ganz schlimm, von hinten. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm von hinten, sagst du? Ja. Okay, gut. Das lief ganz, ganz schief. Ich habe da, glaube ich, eine Stunde lang dran gesessen, bis es irgendwie funktioniert hat und halbwegs angenehm aussah. Oh, und hier ist aber noch ein Eisendingens. Ah, nee, ach, das ist Beton. Hier ist noch ein Beton, ist ja auch noch. Oh, ein Beton. Okay, wir haben nämlich noch zwei Eisendinger oben. Ich würde also eventuell schon mal zwei Eisendinger noch dazustellen. Mhm.
Die kannst du ja später auch abbauen, wieder neu aufbauen, ganz wie du magst. Ja, so wie du das mit meinen Sachen machst, ja. Genau. Das wäre nur fair. Eben. So, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich die nach oben? Deswegen binde dich schon mal emotional an das, was du gerade baust. Mhm, gib dem einen Namen. Ja, das mache ich gerne. Dann werde ich es dir einfach rausreißen aus deinem Herz. Ah, so mag ich es am liebsten. So bin ich es auch gewohnt. Gut. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Wir haben hier Vierer-Dingens. Logistik, okay. Also wenn, das war sehr schlau. Also wenn wir das haben, dann haben wir quasi endlich mal unser erstes Förderdingelchen. Das wäre doch sehr schön eigentlich. So. Nee, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Okay, wir haben momentan 6, ne? Entschuldigung. Haben wir, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Schon seit 3 Stunden. So, nee, was war die Frage? Entschuldigung, ich bin, Mann. Ey. Nee, wir haben 6 Schmelzen. Ja. Aber es werden 8. Also bräuchten wir theoretisch 1, 2, 3, 4. Ah, das sind immer nur 6. Das ist nicht gut. Aber wir können ja theoretisch eh unendlich viele da oben reinballern, ne? Wenn wir 8 haben, dann bräuchte ich 4 pro Feld. Das heißt, es wären hier 2, 3, 4 und hier 1, 2, 3, 4. Und die müssten dann oben reingehen. Okay. Das ist, glaube ich, machbar, auch wenn das gleich ein bisschen komisch schäbig aussehen wird, aber... Gut, das ist ja fangreich, ne? Alles klar, okay, ja. Nee, alles gut. Wir haben ja gerade hinter die Maschinen geblickt, also da, was soll denn da noch... Oh, wo du recht hast, verdammt. Ach naja, so schlimm ist das doch gar nicht. Okay, ich räume das hier mal schnell wieder weg. Uff, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich würde eventuell hier... Das geht... Weil sind ja alle ein hoch. Gibt's wieder Probleme? Na, nicht wirklich. Gut. Es gibt nur Lösungen in Arbeitskleidung. Das ist nicht mittig. Die da vorne ist, glaube ich, die hier ist mittig, die hier aber nicht. Ein bisschen bewundere ich Leute, die einfach drauf losbauen können, egal wie es aussieht. Und ein bisschen bemitleide ich diese Leute auch. Das haben wir doch am Anfang gemacht. Ja. Aber jetzt, wenn man sich so ein bisschen bemüht, dass alles ein bisschen knackig aussieht. Aber denkst du denn nicht, dass wir in, ich sag jetzt mal, 25, 30 Folgen wieder da sitzen und sagen, ja, das war's nicht, wir müssen es nochmal machen. Das kann absolut sein. Ja. Und ich bin sogar...
also quasi vergangenheitsmäßig bemitleiden. Das kann absolut sein. Achso, jetzt arbeiten die Kohleminen hier auch wieder. Oh, die Eisenminen, okay. Jetzt bin ich aber auch keinen Schritt weiter. Scheiße. Oh Gott. Ich würde das gerne hier unten schon zusammenfassen. Und ich kann die beiden Dinger nicht hier hin machen, oder? Doch, die müssen da noch hinpassen. Okay. Gut, 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 gut. Dann mache ich schon mal zwei Schmelzen hin, weil hier kommen ja noch ein paar vielleicht. Oder eventuell muss dann hier alles wieder umgebaut werden. Ich weiß es nicht. So, das müsste aber sitzen. Und so. Ich glaube, das ist der Fall. Für die nächsten Tiers brauchen wir Space Elevator Phase 2. Was? Da müssen wir beim Space Elevator Sachen füllen. Okay. Okay, okay. Das wird natürlich passieren. Das heißt, jetzt erstmal kann ich eh nicht weiter forschen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Förderbänder hinkriegen. Und die Produktion schon mal starten. Die erste, die allererste. Oh Gott, mein Gehirn käst gerade. So. Okay, ich müsste dann quasi erstmal die inneren. FML, Alter, FML. Es wird sich alles lohnen. Ja, ich weiß nur gerade nicht, wie ich diese 8 Stück zu 4 Zweiern zusammenfasse. Und zwar. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, aber es klingt sehr aufregend. Ja, nee. Okay, es klingt sehr langweilig. Ja. Ah, okay. In der Tat. So. Und dann müsste es ja hier wieder. Zu steil. So. I'm not entirely sure. What's a paladin? Oh, du kennst das auch? Immer wieder. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich kriege das hier einigermaßen zusammen. So, dit läuft. Du bist abgebrochen? Ja, das läuft nicht durch. Ja, es läuft schon. Es läuft schon, aber irgendwie ist es nicht so geil.